Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und diese Woche ist die Woche der Zuschauerkommentare. Denn nachdem wir jetzt schon Anfang der Woche über ein Video gemacht haben, wo es um einen Zuschauerkommentar ging, geht es auch heute wieder um einen Zuschauerkommentar. Und zwar geht es allerdings heute mal wieder um Future-Optionen und zwar ganz konkret um Cash-Secured Puts auf Futures. Ihr habt das noch nie gehört, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich weiß, was der Fragesteller will und deswegen sprechen wir jetzt gleich darüber. Also bleibt dran, Future-Optionen, Cash-Secured Puts, gibt es da eine Kombination, kann man da was machen? Bleibt dran, los geht's. Unter einem der letzten Videos stand schon fast ein bisschen beleidigt, meine Frage mit den Cash-Secured Puts auf Futures wurde gar nicht genommen. Wein, ne? Also wir nehmen alles, wir schauen uns wirklich jede Frage an und ich habe die Frage auch auf meiner Liste gehabt. Es ist bloß so, ich habe 100.000 Videoideen. Das heißt also, ich könnte euch jede Woche auch 50 Videos bringen. Keine Angst, das mache ich nicht, weil ich habe ja auch noch was anderes, was ich hier mache. Aber jetzt habe ich die Frage ein bisschen vorgeschoben. Also das heißt, deine Hartnäckigkeit, lieber Fragesteller, hat Erfolg gezeigt, damit wir das auch das Thema weghaben. Und deswegen haben wir es ein bisschen vorgeschoben. Und Future-Optionen hatten wir auch lange nicht, deswegen kommt, lass uns mal wieder über Future-Optionen sprechen. Also, die Fragestellung ist die, kann man denn Cash-Secured Puts auch mit Futures machen? Ja, funktioniert das? Und da müssen wir vielleicht mal am Anfang noch zwei Dinge ganz zuerst klären. Ihr wisst, was ich meine. Also, fangen wir mal an als allererstes. Cash Secured Put. Was ist das? Ein Cash Secured Put heißt ja nichts anderes, als dass man auf der einen Seite, also wenn man das jetzt auch hier, wenn man das jetzt hier auch herschreiben würde, ne? Also Cash Secured Put, so, dann haben wir auf der einen Stelle einen geschriebenen, das heißt einen verkauften Put. Ne? Das ist der eine Teil. Und Cash Secured, also dieser andere Teil, das hier, heißt dann nichts anderes, als dass ich bereit wäre, das Underlying, auf den sich diese Put-Option bezieht, am Ende zu kaufen. Ja? Also ihr kennt das alle, ich schreibe irgendwie einen Put unterhalb des Preises einer Aktie und sollte am Verfallstag dann der Preis der Aktie unter dem Strike sein, dann lasse ich mir diese Aktien ins Depot einbuchen. So, dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Erstens, wenn ihr einen Put verkauft, gibt es bei eurem Broker keine Alarmglocke, die angeht, die sagt, das ist jetzt ein Cash-Secured Put oder das ist ein nackter Put, sondern das ist erstmal nur schlicht und ergreifend hier eine leer verkaufte Put-Option. So, ob ihr das Geld für Cash-Secured auf dem Konto habt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle für den Broker, für euer Risiko, ne? Sondern das ist erstmal alles dasselbe. Das heißt, das Cash-Secured, ich übernehme die Aktien, das ist nur eine Sache, die bei euch mental im Kopf passiert. So, das ist der erste Punkt. Also nochmal ganz klar geklärt, was ist Cash Secured Put? Punkt Nummer zwei ist die Frage, warum macht man denn das überhaupt? Ne? Also warum werden denn überhaupt Cash Secured Puts geschrieben? Und die Idee dahinter ist folgende, und das ist ganz wichtig jetzt für das Video, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Aktie und die Aktie finde ich grundsätzlich gut, und deswegen schreibe ich jetzt unterhalb des aktuellen Preises, schreibe ich jetzt eine Option. Das heißt, schreiben bedeutet, ich verkaufe eine Option und dafür erhalte ich eine Prämie. Wenn man das richtig macht, dann ist diese Prämie in der Regel viel, viel höher als beispielsweise die Dividende. Ne? Es gibt, klar, es gibt auch Aktien, da gibt es überhaupt keine Dividende, aber es gibt ja auch Aktien, die Dividenden ausschütten und in der Regel sind solche Prämien, wenn man das richtig vernünftig anstellt, deutlich höher, manchmal das Doppelte, manchmal das Dreifache, wie die entsprechende Dividende, die man bekommen kann. Das heißt, es ist total interessant für all diejenigen, die sagen, ich möchte regelmäßigen Cashflow haben, ich möchte, dass mir Geld zufließt jeden Monat, warum auch immer. Ne? Also die Motivation dahinter spielt jetzt keine Rolle, aber ich möchte, dass mir Geld zufließt und das ist das Schöne, Plan B, und sollte die Aktie dann doch mal runterkommen und eben 5 oder 10 oder 15% korrigieren, dann kaufe ich sie automatisch günstig ein. Also das ist die ganze Idee dahinter. So, und jetzt nochmal, wenn die Aktie runterkommt, dann kaufe ich sie eben günstig ein, weil ich mir sage, okay, wenn ich diese Aktie im Depot habe, dann macht das natürlich für mich
als Investor Sinn, weil ich bin bereit, diese Aktie, egal welche das jetzt ist, eben die nächsten paar Jahre zu halten. Okay? So, das ist Punkt Nummer 1, der wichtig ist. Jetzt machen wir das hier mal kurz weg. Und zwar ist das jetzt hier ganz konkret ein Chart von Erdöl. Ne? Also das ist hier der Future auf Erdöl. Und zwar ist das hier der Juni-Kontrakt 2019. Und jetzt könnt ihr natürlich auch hier einen Put verkaufen. Ne? Also ihr sagt, okay, hier irgendwo sagt ihr an der Stelle, schreibe ich jetzt einen Put. Ich verkaufe also hier einen Put. Bekommt dafür eine Prämie, alles gut. Und jetzt wäre eben die Überlegung, wenn man sagt, Cash Secured Put auf den Future, wenn jetzt hier der Preis nach unten geht, naja, dann übernehme ich eben jetzt den Future. Das heißt, ich lasse mir jetzt den Future ins Depot buchen. Ne? Geht das? Klar geht das. Ne? Also technisch ist das kein Problem. Du kannst auch sagen, okay, dann lasse ich mir hier eben den Future einbuchen. So. Jetzt gibt es allerdings im Unterschied zu Aktien ein paar gravierende Unterschiede, die ihr unbedingt beachten müsst und die, und da nehme ich mal das Fazit jetzt so ein bisschen vorweg, es am Ende nicht zu sehr sinnvoll machen, Cash Secured Puts auf Future zu schreiben. Und zwar gibt mehrere. Punkt Nummer 1 ist der, wenn ihr heute eine Aktie seht, beispielsweise von Starbucks, von was weiß ich, von McDonald's, irgendeine Firma, nehmt euch irgendeine Aktie, die ihr mögt, ne? Dann ist es immer die gleiche Aktie. Das heißt also, schaut ihr euch heute diese Aktie an oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann ist das immer die gleiche Aktie. Es ist immer die gleiche Aktiengesellschaft, die dahinter steht. So, das heißt, das Underlying ändert sich nicht. Bei Futures ist das aber etwas ganz anderes. Futures sind Terminkontrakte und das Wort Termin beinhaltet, die haben auch nur eine begrenzte Laufzeit. Ihr kennt das von Optionen. Optionen haben begrenzte Laufzeiten. Die hören irgendwann auf zu existieren. Da gibt es einen Verfallstag. Und das gibt es aber bei Futures eben auch. So, und jetzt mal ganz konkret hier. Dieser Juni-Kontrakt 2019 im Erdöl, der hört irgendwann, mach das uns hier mal weg, der hört irgendwann hier, hört der auf zu existieren. Dann gibt es den nicht mehr. Ne? Dann ist der weg. So, und jetzt ist also der Punkt, du kannst gar nicht dir einen Future reinbuchen lassen und dann sagen, okay, dann behalte ich den eben die nächsten paar Jahre, weil ich davon ausgehe, dass der Erdölpreis steigen wird. Ja? Also wenn du dir heute eine Aktie einbuchen lässt, was weiß ich, die Starbucks beispielsweise, die würde jetzt runterkommen, du hast einen Put geschrieben und jetzt kriegst du sie ins Depot und sagst, okay, komm, dann behalte ich sie eben die nächsten paar Jahre, die wird schon wieder hochgehen. Die Möglichkeit besteht beim Future überhaupt nicht. Warum? Weil der irgendwann aufhört zu existieren. Und dieses Irgendwann ist auch je nach Future sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Future, die laufen relativ lange noch. Die haben eine relativ lange Restlaufzeit. Beispielsweise im Öl kannst du 4-5 Jahre im Voraus handeln. Aber die Optionen darauf hören in der Regel immer erst so ein paar Tage maximal 4 Wochen vorher auf zu existieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, grün war jetzt in dem Falle der Verfallstag des Futures, dann hört die Option vielleicht hier auf zu existieren. Das bedeutet, du hast maximal 3-4 Wochen Zeit, in der sich der Future noch so entwickeln muss, wie du dir das vorstellst. Ansonsten machst du mit diesem Future einen Verlust und der wird in der Regel höher sein als das, was du an Prämien eingenommen hast. Das heißt, es macht keinen Sinn. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, okay, jetzt habe ich mir hier, was weiß ich, du hast hier irgendwo einen Put geschrieben, jetzt kriegst du die hier eingebucht und dann geht die runter, dann hast du hier schönes Minus auf dem Konto und hast überhaupt nichts gekonnt. Ne? So, das wäre jetzt hier beim Erdöl. Jetzt gibt es aber sogar noch andere Futures. Da verfallen Optionen und Futures am selben Tag. Also beispielsweise die E-Minis, das sind die Futures auf die Indizes. Ne? Da gibt es den Nasdaq, da gibt es den Dow Jones, natürlich hauptsächlich den S&P 500, die E-Mini S&P 500 Futures mit dem Symbol ES. Und die verfallen ja, da gibt es Monatsoptionen und dann gibt es einmal welche, die auch jedes Quartal verfallen. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Schon mal gehört, diesen dreifachen Hexensabbat. Und da verfallen die Optionen und die Futures am selben Tag. Das heißt also, da
kannst du das zwar wieder theoretisch machen, klar kannst du einen Put schreiben und dir einreden, das ist ein Cash-Secured Put, aber was nützt es dir denn, wenn du heute, wenn jetzt in dem Moment verfällt die Option und im Moment darauf verfällt der Future? Das heißt, du kriegst ja nicht mal mehr ins Konto gebucht, sondern du kriegst eh nur noch die Differenz ausgeglichen. Ja? Macht also keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum es Cash-Secured Puts auf Futures nicht gibt. Ich habe heute früh extra nochmal, bevor ich das Video hier aufgenommen habe, ein bisschen Fachliteratur gewälzt. Unter anderem den dicken Hall, ne, den der ein oder andere ja so als Bibel des Optionshandels anschaut. Viele Bücher, die ich aus den USA habe, wo es nur um Future-Optionen geht. Und diese Strategie, die wird nirgendwo auch nur angesprochen. Warum? Weil das niemand macht. Ne? Weil das niemand macht, stimmt natürlich nicht ganz. Auch wir haben Kunden, die sagen, okay, die haben zum Beispiel ein sehr fundamentales Bild von einem bestimmten Rohstoff. Die schauen sich Commitment of Traders Daten an und sagen dann, okay, ich schreibe hier irgendwo einen Call oder einen Put und wenn der Preis dahin geht, dann lasse ich mir eben den Future andienen und vielleicht sogar, wenn der Future verfällt, sogar noch die Ware andienen. Ne? So, das wird bei den meisten von euch schon mal nicht funktionieren aufgrund der Kontogröße und des falschen Brokers, den ihr habt, weil Ware andienen lassen, das geht bei Interactive Brokers, den allen geht nicht. Das heißt, ihr bräuchtet direkt einen Full-Service Broker da irgendwo in Chicago oder New York. Das wird kaum jemand von euch haben. Und auch die Kontogröße wird für die meisten das völlig unmöglich machen. Weil ihr müsst euch immer eins überlegen. Ne? So ein Future, wir bleiben jetzt mal hier beim Öl. Öl kostet momentan $62 hier. Wie groß ist dann das Underlying? Ne? Und da reden wir beim Öl-Future, 1000 Barrel sind das immer. Das bedeutet, der Future hat eine Größe von $62.000. So, und wir reden immer über Cash Secured und ich habe letzte Woche ein Video gemacht über das Money Management beim Cash Secured Put und habe gesagt, hey, ein 20.000er Konto, klar, kannst du da auch mal für 10.000er Position nehmen. Und da haben schon die Ersten geschrieben, oh, das ist doch kein Money Management, viel zu risikoreich. Wie groß soll denn dann euer Konto sein, wenn ihr das hier übernehmen wolltet? Ne? 400.000, 500.000? Wer hat das von euch? Ne? Also, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das haben doch die wenigsten. So, deswegen macht das keinen Sinn. Und dann musst du eben auch, wenn du sagst, okay, ich lasse mir die Futures andienen, dann musst du eben Nachfolgestrategien haben. Ne? Das gibt es durchaus. Da kann man die Futures rollen, man kann dann wieder andere Dinge machen und so weiter. Aber einfach nur sagen, ich schreibe einen Put und wenn es schief läuft, lasse ich mir den Future andienen, das wird so nicht funktionieren. Ne? Und deswegen mein schon vorweggenommenes Fazit von vorhin nochmal wiederholt, Cash Secured Puts auf Futures, das gibt es nicht. Ja, also ja, du kannst diese Strategie machen, aber mir entzieht sich der Sinn dieser Strategie. Aber trotzdem gut, dass wir da mal darüber gesprochen haben. Ja? So, wenn du mehr zum Thema Future-Handel haben willst, ihr wisst, unsere Online-Ausbildung und so weiter, das bezieht sich immer alles auf Aktienoptionen. Wir machen aber natürlich auch ganz, ganz viel mit Future-Optionen, weil ich zum Beispiel auch selbst aus dem Future-Optionshandel komme. Wer das Buch gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, da geht es nur um Future-Optionen, da geht es um nichts anderes. Und auch hier in der Akademie machen wir natürlich ganz, ganz viele Sachen zum Thema Futures, Future-Optionen. Also wir handeln ja Futures direkt, wir handeln auch Future-Optionen. Und wenn dich dafür interessierst, wenn du sagst, hey, das ist ein Thema, das finde ich spannend, ne? Dann nutze jetzt hier unten den Link unter dem Video, trag dich ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir reden miteinander und zeigen, was man mit Futures und Future-Optionen alles machen kann. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wer sagt, das interessiert mich alles um den Bereich Optionen herum, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Danke, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.